Hallo, hallo, Bethel-Familie. Schön, wieder bei Ihnen zu sein. Ich möchte Sie ermutigen. Ich weiß, dass manche unserer wöchentlichen Zuschauer keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Wissen Sie was? Dies ist eine Zeit, sich der Tatsache bewusst zu werden, dass wir alle einen Retter brauchen. Das tun wir. Und Jesus ist der Einzige, der Sohn Gottes, der an unserer Stelle gestorben ist, damit wir wissen, was Errettung bedeutet, was es bedeutet, ein Teil der Familie Gottes zu sein, was es bedeutet, von Sünden vergeben zu sein und dann zu leben, um ihn dieser Welt zu repräsentieren, Menschen zu lieben und sich um sie zu kümmern. Ich möchte Sie ermutigen, ob Sie auf YouTube oder Bethel TV sind, unsere Pastoren stehen bereit, um mit Ihnen zu reden und zu beten. Falls Sie ein körperliches Wunder brauchen oder was auch immer es ist, Sie sind da und einsatzbereit. Willkommen. Ich sollte heute sprechen, aber ich werde das, was ich vorhatte, auf nächste Woche verschieben. Denn als ich aufwachte, hatte ich diesen Eindruck, dass ich Brian zu diesem Virus und all den Dingen, die gerade vor sich gehen, sprechen lassen sollte. Aber ich will es in Gesprächsform machen, weil es unfair wäre, ihn so kurzfristig eine Predigt vorbereiten zu lassen. Der Gedanke war, sich diese Zeit zu nehmen, nur um ein Gespräch über die Rolle von Anbetung in Krisenzeiten zu führen, weil wir das alle durchgemacht haben. Wir sind alle durch höllische Situationen gegangen und haben die Schönheit, das Wunder kennengelernt, in den herausforderndsten Situationen vor den Herrn zu kommen und ihn zu preisen. Das will ich heute tun. Ich glaube, dass der Herr heute eine Impartation, eine Übertragung für Anbetung geben wird. Wir lieben es, hier anzubeten. Ich bin lieber hier als irgendwo anders auf der Welt. Ich bin natürlich voreingenommen, aber es ist wahr. Die gemeinsame Anbetung baut auf dem auf, was zu Hause geschieht. Es liegt nicht daran, dass wir große Soundsysteme haben. Es liegt daran, dass wir ein hingegebenes, ergebenes Herz haben. Also Brian, meine erste Frage an dich. Ist Anbetung inmitten einer Krise wichtig? Und wenn ja, warum? Natürlich. Meine eigene Geschichte besteht aus verschiedenen Krisenzeiten. Ich denke, es ist wie ein Segen in Verkleidung. Denn wenn man an seine Grenzen kommt, jeder erlebt das im Leben, ganz besonders jetzt, wo es so viele Fragen gibt und jeder eine Meinung hat, aber niemand mehr wirklich weiß, was real oder was Wahrheit ist. Es bringt einen an diesen Punkt im Leben, ich weiß, dass Gott gut ist. Ich weiß, dass Gott treu ist. Er kennt die Antworten. Wenn man sich damit identifiziert, sich darauf einlässt und sagt, oh, meine jetzige Rolle, weil ich diese Offenbarung hatte, dass ich tatsächlich nicht weiß, was um alles in der Welt ich tue. Es ist so einfach. Meine Rolle ist Anbetung, ist Lobpreis. Ich denke, das ist alles. Oftmals sind diese Krisen oder was auch immer, es ist nicht so, dass Gott sie verursacht, aber es bringt uns einen Ort, der wahre Anbetung ist nicht das richtige Wort, aber es fühlt sich ein bisschen chaotischer und roher an. Man kümmert sich nicht so sehr um all die Peripheriegeräte, um das ganze Extra. Es geht nur darum, sich mit Gott zu verbinden. Deswegen ist Anbetung für mich super wichtig. Wir wissen, dass wenn wir uns auf diesen Prozess der Hingabe einlassen, ihn beginnen in Anbetung und neigen vor ihm, unsere Herzen vor ihm neigen, tun, was er von uns will, tun, was er sagt, ein Freund Gottes werden, Zeit mit ihm verbringen und dann einen Lobgesang erheben. Es ist, als ob sich über uns die Himmel öffnen. Es ist, als würde Gott sagen, oh, da ist einer. Weißt du, was ich meine? Dann, denke ich, beginnt die Offenbarung für den Konflikt, für die Krise, in der wir uns befinden, zu strömen. Wir beten nicht an, um die Antwort zu erhalten, sondern an diesem Ort der Anbetung. Ich denke, dass es unterschiedliche Gedanken dazu gibt, was Anbetung ist, was Lobpreis ist, wie preise ich, soll ich rufen, soll ich tanzen? Weißt du, wenn du in einer Krise steckst, geht das irgendwie hierher zurück und du sagst, tu was auch immer. Ich denke, es besteht aus zwei Teilen. Ich denke, Offenbarung kommt für die Krise, in der man sich befindet. Die Antworten kommen, der Segen kommt, die Gunst kommt. Aber man muss da durchgehen. Oh, warte, ich weiß nicht, was ich tue. Ich werde einfach singen. Sing dich selbst in Freiheit. Seh dich selbst in Freiheit, selbst wenn du dich nicht so fühlst. Man fängt einfach an zu singen. Ich mache diese Sache, wenn ich Angst habe oder was auch immer. Eine Menge meiner Sachen stammen von dem, was ich durchgemacht habe.
Wenn mir das Atmen schwerfällt oder was auch immer. Ich laufe und habe meine iPods dabei. Ich spiele meine Lobpreis-Wiedergabeliste. Ich habe bemerkt, dass nur durch das Abspielen von Anbetungsmusik, nicht einmal singen, nur durch das Abspielen von Anbetungsmusik, ich erkenne, dass am Ende meiner Läufe etwas geschieht. Das lässt sich unmöglich erklären. Gestern spielten Mama und ich God of Revival und We Thank You for the Cross. Ich spielte We Thank You for the Cross auf meinem iPad ab und dann dachten wir, lass uns God of Revival auf unserem Fernseher mit dem Surround Sound und dem Bethel Music Kanal auf YouTube abspielen. Ich sage dir, es hat mich einfach erschüttert. Ich war hinüber. Denn was passiert, ist nicht nur der Moment, den du mit dem Herrn hast, es ruft auch deine Geschichte mit Gott wach, weißt du? Die Zeiten, in denen wir das mit einer Menschenmenge hier oder anderswo gesungen haben und wie Gott sich durch dieses Lied bewegt hat und was er in all diesen Jahren in unserem Leben getan hat. Wenn man dieses Lied singt, ist es, als würde man aus seiner eigenen Geschichte mit seiner Treue heraus singen. Oh Mann, das macht mich fertig. Du hast etwas erwähnt. Du hast ein Wort benutzt. Du sagtest, wenn man an diesen Ort der Hingabe in der Anbetung kommt, verbinde die Punkte für mich, weil ich wirklich den Eindruck habe, dass es das ist. Genau das. Jeder ist anders. Jeder hat diese Dinge. Für mich ist die Hingabe in der Anbetung, wie ich sagte, ich denke, man kommt zu einem Punkt, wo man... Da ist dieser Ausdruck, den wir schon oft verwendet haben. Betrachten Sie es als Geschenk, wenn Gott zu Ihrer einzigen Option wird. Sag das noch einmal. Betrachten Sie es als Geschenk, wenn Gott zu Ihrer einzigen Option wird. Es gibt all diese Dinge, die im Leben geschehen, wo nichts funktioniert oder funktioniert hat. Viele Leute befinden sich gerade an diesem Punkt. Sie sind an ihre Grenzen gestoßen. Ob es nun ihr Unternehmen ist, die Wirtschaft, die Furcht, der Terror, manches davon ist einfach unerklärlich. Ich weiß, wie es sich anfühlt, in diesem erstarrten Panikzustand zu sein. Ich möchte entweder sterben oder, Gott, du musst eingreifen. Es gibt einen besonderen Moment, wo man sich hingibt. Wie auch immer das aussieht. Manchmal ist es nicht einmal das Hingeben einer Sache, zu sagen, ich weiß nicht einmal, was das gerade ist. Ich gebe mich einfach hin und beginne anzubeten. Ihm im Grunde genommen die Anbetung, den Lobpreis zurückzugeben, den man vielleicht etwas anderem gegeben hat. Ich denke, in dieser Hingabe passieren alle möglichen Dinge. Ich meine, wie Davids Leben, als er sich hingab. Selbst wenn er es verbockte, gab er sich wieder hin. Es ist, als wartet Gott mit dem Segen der Gunst und der Offenbarung. Das ist nicht der Grund, aus dem wir uns hingeben, sondern es ist einfach ein Teil davon. Ich habe vor dem Gottesdienst heute den Vers gelesen, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und mein Gott. Was ich interessant fand, ist, dass eine Weise, das Wort stöhnst zu übersetzen, murren ist. Was murrst du so, meine Seele? Diese Art innere Sprache bereitet uns wirklich Probleme, wenn wir unter Stress stehen. Ich meine, das ist das Beklagen, manchmal zu Gott, manchmal über Menschen, manchmal über Umstände, manchmal über Politik oder was auch immer. Aber dieses Murren infiziert wirklich unsere Anbetung. Wie bist du damit umgegangen? Jede zeitliche Phase ist anders. Aber in letzter Zeit, wie ich schon sagte, wenn ich fühle, dass in mir Angst aufsteigt oder ich mich fühle wie... Meine Frau weiß das, wenn ich joggen gehe. Du weißt, was ich meine? Das ist eine gute Idee. Man merkt es. Ich denke, ich werde eine Runde joggen. Das ist eine gute Idee. Das ist zweigeteilt. Sie möchte zum einen, dass ich in Form bin, und zum anderen weiß sie, dass wenn das passiert, etwas passiert. Für mich ist es häufig so, ich denke, es gibt eine Menge Leute, die das Gefühl haben, dass sie vielleicht nicht die Stärke oder die Willenskraft haben, einen Lobgesang zu erheben oder etwas in der Art zu tun. Aber für mich, wenn ich Anbetungsmusik abspiele, werde ich beinahe in eine Position gesungen, wo ich beginnen kann von der Defensive, von Murren oder einer defensiven Haltung zu, ich bin weg von sozialen Netzwerken, ich habe sie satt.
Ich kann in einer defensiven Haltung sein, aber am Ende meiner Joggingrunde finde ich mich in einer offensiven Haltung wieder und beginne für verschiedene Dinge zu beten. Ich erkläre Dinge. Ich sage, oh, warte kurz. Ich beginne also das Joggen in dieser Position und am Ende des Laufens bete ich für Dinge. Der Heilige Geist offenbart jetzt Dinge. Für mich geht es in dieser speziellen Zeitphase also wirklich einfach nur darum, meine Anbetungsplaylist zu haben. Das ist mein Startpunkt. Ich schalte sie ein. Und so ermutige ich auch Menschen. Etwa so wie damals, als die Israeliten gegen die feindliche Armee zogen und ihnen gesagt wurde, dass sie ihre Anbeter losschicken sollten. Wirklich? Das scheint keine gute Idee zu sein. Es sind diese einfachen kleinen Schritte, okay? Ich werde einfach Anbetungsmusik anmachen. Das ist es, was ich getan habe. Ich habe meine Gitarre und habe mir ein kleines Studio eingerichtet. Mein Problem ist, dass ich jedes Mal, wenn ich meine Gitarre hervorhole, beginne, ein Lied zu komponieren. Das muss ich zur Seite legen. Ich werde nur Anbetungsmusik anmachen. Ich würde Menschen ermutigen, einfach nur Anbetungsmusik abzuspielen und sie werden feststellen, dass es wirklich einen Unterschied macht. Du hast erwähnt, dass es zu Beginn des Joggens irgendwie defensiv ist, aber am Ende betest du für andere Dinge. Als Eric und ich heute am frühen Morgen hier waren, um zu beten, dachte ich an einen Ausdruck, fürbittende Anbetung. Fürbittende Anbetung. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine legitime Formulierung ist, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Ich denke, es ist das, was IHOP so wunderbar mit dem Harfe- und Schale-Lobpreis macht, nach Offenbarung 5,8. Es ist Dienst für den Herrn, aber auch Fürbitte. Was hast du festgestellt, passiert mit deiner eigenen Fähigkeit, für Dinge zu beten, die dich vielleicht nicht einmal selbst betreffen? Wenn du anfängst, dich an einen Freund in Schwierigkeiten zu erinnern oder über unsere Regierung oder was auch immer nachzudenken und du beginnst dafür in einflussreicher Weise zu beten. Wie ist das geschehen? Was bewegt dich in deinem Herzen von der Gottesbegegnung in der Anbetung dazu überzugehen, einen Unterschied zu machen? Ich werde das einfach vorlesen. Ich habe darüber nachgedacht. Dabei geht es um Errettung, denke ich, und um den Heiligen Geist, Dinge zu offenbaren. Aber in dem Moment, in dem man sich dem Herrn mit einem offenen Herzen zuwendet, heißt es, wird der Schleier gelüftet und sie sehen. Ich denke, das ist mit diesem Moment der Hingabe verbunden. Dieser Sache, bei der du sagst, weißt du was, Herr? Ob es sich um Finanzen oder was auch immer handelt, du sagst, in Ordnung, Gott. Weißt du, was ich meine? Das ist dein. Du weißt, wie Leute sagen, oh, das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Nun, okay. Der Kontext ist, wenn wir unsere Herzen Gott zuwenden, unsere offenen Herzen, wird die Decke weggenommen und wir sehen. Und jetzt bringt der Heilige Geist Freiheit. Ich denke, dass wir in diesem Moment der Hingabe von der Defensive in die Offensive übergehen. Es ist diese Harfe und Schale, wie du gesagt hast. Wenn ich 10 Minuten Zeit mit Gott habe, werde ich 8 Minuten verbringen. Eine Menge Leute sagen das, 8 Minuten Anbetung und 2 Minuten in dieser offensiven Haltung. Für mich ist es so, dass ich in einen Kopf- oder Herzraum gelange, in dem ich Glauben habe. Ich bin aufgeregt und habe wieder Glauben und Vertrauen zu sagen, weißt du was? Ich habe den Eindruck, dass der Heilige Geist das vorgebracht hat. Ich werde dieser Sache nachgehen. Ich denke also, dass es auch Glaube ist, der ansteigt. Aber ich denke, das ist einfach damit verbunden. Gib die Referenz dazu bitte an. Das ist 2. Korinther. Brian liest aus der Passion Translation und ich übersetze, was er sagt. 2. Korinther 3, Verse 16 bis 17. Da steht, aber in dem Moment, in dem man sich dem Herrn mit einem offenen Herzen zuwendet, wird der Schleier gelüftet und sie sehen, der Herr, auf den ich mich beziehe, ist der Heilige Geist und wo auch immer er Herr ist, da ist Freiheit. Wenn es Freiheit gibt, denke ich, ist das der Domino-Effekt von allen diesen Dingen. Wunderschön. Eine der Sachen, die ich vorher noch nicht durchdacht habe, aber von der ich denke, dass du sie genau richtig getroffen hast, ist, dass man sich in der Anbetung dabei ertappt, Gott zu glauben. Das sollte uns nicht überraschen, aber du hast gezielt Glaube gesagt. Glaube wird an diesem Ort aktiviert. Ich denke, das ist zum Teil wegen der Hingabe. Glaube ist nicht das Produkt von Anstrengung, die uns in Schwierigkeiten bringt. Glaube ist das Resultat von Hingabe. Hier sind wir also an diesem Ort der Anbetung, wo wir uns entscheiden, uns nicht zu sorgen, beunruhigen, beschweren, murren, alle diese Dinge zu tun, sondern unsere Aufmerksamkeit auf ihn zu richten. Wir finden uns beim Glauben wieder. Wie sieht das bei dir aus? Erkennst du, wie das geschieht, oder geschieht es einfach?
Nun, ich denke, der Glaube kommt oft direkt, nachdem ich den Eindruck hatte, dass der Heilige Geist gesprochen oder etwas offenbart hat. Für mich ist es, du hast es leicht gesagt, aber Gott ist eine reale Sache. Seien wir realistisch. Manchmal, wenn die Dinge so verrückt sind, stellen wir alles in Frage. Manche Menschen hinterfragen, ob Gott real ist oder nicht, gerade in dieser Pandemie. Aber es ist wirklich interessant. Ich versuche, die Frage zu beantworten, weil ich angefangen habe, einen kurzen Abstecher zu machen, als ich über das Thema nachgedacht habe. Die Verbindung des Glaubens als ein Resultat von Anbetung. Wie erkennst du, wann das passiert? Okay, nachdem ich den Eindruck habe, dass der Heilige Geist spricht, weil es mich dann daran erinnert, dass er für mich ist, er nahe ist, er auf meiner Seite ist. Wenn der Heilige Geist spricht, Gott ist gut, aber wenn er spricht, wird alles gut werden. Wenn Gott spricht, er spricht immer. Dann erhebt sich diese Sache und es ist wie, okay, das ist richtig, okay, alles wird gut werden. Wenn ich in meinem Inneren weiß, dass alles gut werden wird, verschwinden all diese anderen Dinge und ich kann mich in eine Position des Glaubens bewegen und wieder glauben. Ich werde Folgendes sagen, ich sagte es bereits, aber ich bin weg von sozialen Netzwerken. Ich poste, aber seit 3 Wochen bin ich davon weg. Es ist irgendwie verrückt. Für gewöhnlich sage ich Leuten nicht einfach, das sollten sie auch tun. Aber ich wurde über einen langen Zeitraum hinweg so bombardiert, als ich mich davon gelöst habe. Ich weiß bei vielem nicht einmal, was vor sich geht. Ich habe festgestellt, dass ich in der Lage bin, Gott mehr zu hören und mich von all dem nicht verwirren zu lassen. Jeden Tag werfen die Medien mit Agenten um sich. Jeden Tag, 5-mal am Tag, wie hier. Sie kontrollieren, worüber wir sprechen und worüber wir nachdenken. Ob gut oder schlecht oder ob wir es glauben oder nicht. Sie kontrollieren uns wie kleine Versuchskaninchen. Wenn wir da heraustreten, ist es buchstäblich so, als ob sich die Luft über mir so anfühlen würde wie früher. Was mir das sagt ist, ich rede nicht von ignorieren. Manchmal ist es gut, Dinge zu ignorieren, aber ich rede davon, dass was Gott sagt und was er für uns in der Zukunft bereithält, gut ist. Wenn wir uns von all diesem Chaos entfernen und das tatsächlich fühlen und hören können, ist es wie, okay, jetzt kann ich tatsächlich etwas mit meinem Glauben tun. Ich war also auf dieser Reise. Es war wirklich interessant. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Hör nur nicht auf. Ich mag, was du vorgelesen hast. Es ist ein faszinierendes Konzept in der Schrift. Als sie sich dem Herrn zuwandten, wurden ihre Augen geöffnet. Es heißt nicht, ihre Augen wurden geöffnet und dann wandten sie sich dem Herrn zu. Sie mussten genug Überzeugung in ihrem Herzen haben, um sich ohne klar zu sehen dem Herrn zu überlassen. Dann öffneten sich Dinge. Es ist eine ungewöhnliche Abfolge von Ereignissen, die wesentlich ist. Es ist die Hingabe und dann sieht man. Er arbeitet nicht, um uns zu überreden. Warum vergessen wir, dass Gott für uns ist? Wie kommt das? Was passiert, dass uns das vergessen lässt? Ich denke, für mich ist es geistliche Trägheit. Du weißt, wie es ist, wenn man sagt, ich werde jeden Tag aufstehen und einfach Gott nachjagen. Ich habe diese ganze Sache. Es ist wie Ehrfurcht und dann wird es wieder leicht, wie ah. Und dann werden wir irgendwie geistlich träge, weil der Druck nicht so stark ist. Im Moment ist es so, dass wir dem Druck nicht ausweichen können. Er ist überall. Es ist chaotisch, es ist Chaos. Wir haben also sozusagen eine Option. Die Gemeinde hat immer floriert, wenn die Welt in Chaos war. Teilweise, weil sie nur eine Option haben. Das ist Glaube. Ich denke, ein Teil davon ist das. Ich vergesse die Frage. Du hast sie beantwortet. Das war richtig gut. Wir haben bereits darüber gesprochen, wir alle als Team. Der mentale Kampf, der Kampf ist immer im Verstand, in jeder Zeitphase, das ändert sich nie. Aber wenn die Dinge so laufen wie jetzt, teilweise angefacht durch soziale Medien, aber nur die Umstände. Vergiss das alles, konzentrier dich nur auf die Pandemie, nur den Konflikt. Ich meine nicht einmal politische Konflikte. Ich meine die Entscheidungen, die unsere Leiter zu treffen haben.
wie mit dem Leben umzugehen ist, wie die Wirtschaft wiederhergestellt wird und all das. Wir haben all so Dinge, die überall um uns herumwirbeln. Warum ist der mentale Kampf eine solche Herausforderung? Und wie korrigiert Anbetung das? Nun, ich denke, es ist geistlich. Es gibt reale Dinge, die natürlich sind, und dann ist da das Geistliche. Es wird alles bombardiert. Und es ist schwer, auch nur zu wissen, was geistlich ist, was Kampfführung ist. Ich denke, Anbetung erhebt. Sie übersteigt unseren Verstand. Sie macht diese magische Sache und führt ein Reset unseres Verstandes durch. Weißt du, unser Verstand kann beängstigend sein, aber es gibt diese Sache, die passiert, die wie ein Reset ist. Gott verspricht uns Frieden, wenn wir anbeten. Er verspricht zu kommen. Wenn er kommt, werden alle diese Dinge klar. Unser Verstand, unser Geist, unser Körper. Manchmal sind unsere Körper so aus dem Gleichgewicht, aus Mangel an der Gegenwart Gottes. All diese Dinge werden klar, wenn wir in einer Position oder einem Ort der Anbetung sind. Für mich macht Anbetungsmusik, Musik verbunden mit Anbetung, sie macht einfach etwas. Ich spreche nicht nur von einem Herz der Anbetung ohne Musik. Gott hat sich entschieden, seine Gegenwart, diese offenbarende Sache, mit Musik zu verbinden. Du kannst das überall in der Bibel finden. Er hat sich entschieden, das zu tun und uns dieses Geschenk zu machen. Also für mich, offensichtlich habe ich persönlich dem mein Leben gewidmet. Ich verwende Musik sehr viel. So wie David für Saul gespielt hat. Er hat nicht gesungen, er spielte für Saul und das vertrieb den Dämon. Es hat etwas Mächtiges, wenn wir Musik in Anbetung verwenden. Für mich, ich nutze Musik in Anbetung, um mich aus diesem Zeug herauszuholen. Ich denke, das ist vermutlich von uns beiden ein Lieblingspsalm. Psalm 73 spricht über Geburtswehen und andauerndes Stöhnen und Seufzen, weil die Sünder mit allem davonkommen und die Gerechten nicht. Er stöhnte für etwa 16 Verse. Und dann sagt er in Vers 17, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes, bedenken will ich dort ihr Ende. Dann sah ich das Ergebnis all ihrer Entscheidungen. Da ist etwas daran, in dieser Begegnung mit dem Herrn zu sein, die Klarheit in alles andere bringt. Alles andere. Ich hatte gegen Ende des letzten Jahres, Ende November, Anfang Dezember, eine Begegnung mit dem Herrn, über die ich hier gesprochen habe. Dabei geschahen einige Dinge, aber zwei, die ich mitnahm, von denen ich den Eindruck hatte, dass der Herr sie meinem Herzen einprägten, ist, dass ein Schlüssel zu mentaler Gesundheit ist, in allem Dank zu sagen. Ein Schlüssel zu emotionaler Gesundheit ist, sich alle Zeit zu freuen. Danksagung und Freude vor dem Herrn sind beide Ausdrucksformen, die wir in unserem Dienst der Anbetung, in unserer Anbetungsbegegnung mit Gott haben. Da ist also etwas, das in unserem eigenen Verstand, in unserem eigenen Gehirn passiert. Ein Reset, von dem hier in Psalm 73 gesprochen wird. Ich denke, der Ausdruck, den ich vermutlich am häufigsten in Bezug auf diese Pandemie gehört habe, ist, dass ein globaler Reset im Gang ist. Als eine Gemeinde, als ein Volk Gottes, müssen wir also mit Gottes Absicht kooperieren, uns einen Reset zu geben, um die Dinge aus seiner Perspektive zu sehen, um alles anders zu sehen. Sprich mit mir über die Bedeutung von Danksagung. Was machst du? Machst du das bewusst? Meditierst du? Denkst du über die Dinge nach, für die du dankbar bist? Was machst du in dieser Hinsicht? Ich denke, es ist Glaube. Die Wurzel von allem in Lobpreis und Anbetung ist Glaube. Glaube bedeutet, Gott zu glauben, ganz gleich was ist. Danksagung ist also nur eine andere Herangehensweise. Ich denke, Danksagung kommt vielen Menschen dumm vor. Es scheint wie, oh ja, als ich 5 war, habe ich davon erfahren. Aber wenn wir in allen Umständen dankbar sind, etwas finden, wofür wir dankbar sind, es ist verrückt, das ist eine reale Sache. Du hast über den Reset gesprochen.
Die Sache mit der mentalen Erkrankung. Es gab in letzter Zeit Momente, in denen ich den Weg genommen habe, oh meine Güte, Herr, ich bin dankbar dafür. Man fängt an zu sagen, oh das, Moment mal, warum bin ich so... Es ist beinahe so, als würde man den Weg der Dankbarkeit einschlagen und sich selbst, wie bei der Anbetung, in einer Position wiederfinden, in der man wieder seine Perspektive hat. Jen und ich tun das. Es ist schwer zu erklären. Wir hatten einen 8-jährigen Prozess, das Haus, das Grundstück zu bauen. Weißt du, man bekommt häufig, wofür man bezahlt, wenn man sich in so etwas hineinstürzt. Glückwunsch, ihr habt euch entschieden, etwas zu tun, das irgendwie unmöglich war. Ihr werdet Dinge haben, die gegen euch kommen. Wir alle haben Tage, an denen beide Waschmaschinen ausgehen. Der ganze Sand aus dem Filtersystem hat jedes einzelne Gerät im Haus ruiniert, jeden Wasserhahn, alles, und es ist eine 2-tägige Wartezeit. Sie kommen herein und dann passiert das hier drüben. Es ist einfach humorvoll. Das ist millionenmal geschehen. Aber wir machen das immer. Jen und ich. Weißt du was? Sie sagt, es gibt Menschen hier drüben in der Welt, die mit dem zu kämpfen haben. Und du denkst, oh, okay. Und dann beginnen wir den Weg der Dankbarkeit zu gehen. Weißt du, es ist großartig. Ich bin so dankbar für unsere Kinder. Unseren Kindern geht es gerade wirklich gut. Dies und das. Ich bin so dankbar, dass wir diese Sache hier drüben haben, auf die Gott seine Gunst legt. Und dann finden wir uns in einem anderen Kopfraum wieder, nur weil wir es ausgesprochen haben. Es klingt dumm, aber wir sprechen es einfach aus. Wenn man es aus seinem Mund kommen lässt, geschieht etwas. Ich denke, die Benennen und Beanspruchen, die Glaubensbewegung, sie sind da an etwas dran. Wenn man es sagt, fängt man irgendwie an, es zu glauben. Es ist eine interessante Sache, die passiert. Die Schrift sagt, der Schwache spreche, ich bin stark. Da ist etwas dran, die Proklamation zu machen, die im Gegensatz zu seinen eigenen natürlichen Gedankengängen steht. Es ist nicht magisch. Es ist keine Sache von Geist über Materie. Es ist in Übereinstimmung mit dem Herzen Gottes zu kommen. In Übereinstimmung mit dem Herzen Gottes zu kommen. Er sagt, du bist stark. Er erscheint Gideon. Er nennt ihn einen starken Mann, einen mächtigen Krieger. Und Gideon sagt, ja, ja, hast du mich gesehen? Ja, ich bin 12. Genau. Lass uns zum zweiten Teil kommen. Emotionale Gesundheit ist damit verbunden, sich in allen Dingen zu freuen. Einige Dinge sind, ich meine, seien wir ehrlich, wir haben Menschen, die zuschauen, die geliebte Menschen durch diesen Virus verloren haben. Wir haben Zuschauer, die 30 Jahre damit zugebracht haben, ein Unternehmen aufzubauen, das jetzt nicht mehr existiert. Wirklich harte Situationen da draußen. Freut euch in allen Dingen. Es heißt immer noch, sich in allen Dingen zu freuen. Wir dürfen uns die Umstände nicht aussuchen. Wir dürfen aussuchen, wie wir reagieren. Auf welche Weise hat Freude für dich Dinge verändert während schwerer Zeiten? Nun, ich denke, wir alle hatten Momente in unserem Leben, in denen wir die Option hatten, in dem zu versinken, was auch immer es ist, und wer weiß, was das Ergebnis wäre. Wir haben es bei Menschen gesehen, die sich dafür entschieden haben. Oder sich zu freuen. Also für mich, ich denke, es hat vermutlich meine Ehe gerettet. Es hat mir das Leben gerettet. Es hat zahlreiche Dinge gerettet. Es gibt diese Momente, in denen wir entweder einfach aufgeben oder uns entscheiden, uns zu freuen. Für mich, ich glaube, es ist Leben und Tod. Mir fallen Momente ein, wo das passiert ist. Und ich bin sicher, alle anderen können das auch. Aber ich denke, sich weiterhin alle Zeit zu freuen. Immer. Dieses Wort immer ist der schwere Teil. Denn selbst wenn man eine Sache überwunden hat, weil man sich gefreut hat und man sie durchgestanden hat, werden Dinge kommen. Es werden mehr Dinge auf uns zukommen, die sich außerhalb unserer Kontrolle befinden. Ich meine, ich kann an einige Momente mit dem Hauskram, den wir machen, denken. Ich glaube, dass Gott uns Gunst gegeben hat, weil wir uns entschieden haben, in einigen Umständen den demütigen Weg zu gehen und immer noch zu glauben und uns zu freuen. Ich denke, Gunst ist ein großer Teil davon. Eine Menge von uns wollen Gunst. Wir wollen das Unternehmen, das gescheitert ist. Nun, ich denke, dass Gott das zweite Kapitel für diese Menschen im Leben hat, das möglicherweise Zinsen beinhaltet.
Wie größere und bessere Erträge. Ich denke, Gott ist immer ein Fan von Wachstum mit Zinsen. Und es wird 7-mal mehr sein. Aber ich denke, dass es das Hindurchgehen mit beständiger Freude ist, das uns zu seinem Versprechen bringt, das besser ist als das, wo wir uns gerade jetzt befinden. Ich denke, eine Menge Leute könnten im Moment dieser Realität erliegen, dass sie alles verloren haben. Oder das Real ist, was passiert ist. Aber sie können sich an diesem Wort festhalten und sich dadurch freuen. Ich denke, dass am anderen Ende davon Gottes Gunst auf sie wartet. Ja. Vor einigen Jahren begann ich dieses Konzept, diesen Ausdruck zu lernen. Glaube leugnet nicht die Existenz eines Problems. Er verweigert dem Problem einen Ort der Einflussnahme. Wenn wir also irgendwie lernen könnten, den Freudeknopf einzuschalten und ihn nie wieder auszuschalten. Mit anderen Worten, zu lernen, dass unsere erste Reaktion auf eine Schwierigkeit sein zu lassen. Ich werde die Güte Gottes in dieser Situation feiern. Vergessen Sie niemals die Güte Gottes. Für mich ist die Güte Gottes der Eckstein von allem. Sie ist nicht verhandelbar. Wenn ich das im Auge behalten kann, dann wird das definieren, wie ich auf Situationen reagiere. Unser Andachtsleben. Unsere Freuden, unsere Danksagung, unsere Zeiten der Anbetung, die Entscheidungen, die wir treffen, uns in Krisenzeiten dem Wort Gottes zuzuwenden, all diese Dinge entspringen einer brennenden Überzeugung, dass Gott gut ist. Er ist immer absolut gut. Das ist nicht verhandelbar. Es ist nicht verhandelbar. Irgendwie muss ich lernen, von dieser einen Sache auszuleben. Ich hatte während dieser Zeit den Eindruck, ich habe erst heute Morgen Eric erzählt, das Tal der Totengebeine in Hesekiel. Dass der Prophet den vier Winden weissagen sollte und das Leben kommen würde. Ich möchte nur deklarieren, ich glaube, dass es bestimmte Unternehmen gibt, die aussehen, als könnten sie nicht gerettet werden. Es gibt bestimmte Ehen, die jenseits der Fähigkeit zur Versöhnung zu sein scheinen. Es gibt bestimmte Verlorenheiten, wie Kinder, die sich vom Herrn abgekehrt haben und sich so weit entfernt haben. Manche vielleicht sogar in einem vegetativen Zustand wegen einer Drogenüberdosis sind oder was auch immer. Keines dieser Dinge liegt außerhalb Gottes Reichweite. Ich habe den Eindruck, wir sollen den vier Winden weissagen und erklären, bring die Wiederherstellung Gottes, bring die Heilung Gottes in diese unmögliche Situation. Ich möchte mich in Richtung Schluss bewegen. Ich möchte darauf aufbauen, weil du am Anfang von Anbetung gesprochen hast und davon, an diesen Ort zu kommen, wo du dich nicht länger in einer defensiven, sondern in einer offensiven Haltung befindest. Ertappst du dich dabei, Dekrete und Erklärungen zu machen? Ich meine nicht nur bitten, sondern tatsächlich Dinge zu erklären. Wie sieht das für dich aus? Ich glaube, es ist mit einem Glauben und einem Gefühl verbunden. Der Heilige Geist, der etwas in etwas hineinspricht, mich an jemanden erinnert, sodass ich prophezeie. Ich spreche das einfach über diese Sache. Ich spreche, weißt du? Sag es noch einmal. Man kommt von der Defensive an diesen Ort der Offensive und bewegt sich in eine Fürbitte hinein, wo man betet. Aber ertappst du dich dabei, wie du über Menschen prophezeist, deklarierst? Ja, ja, für mich ist das der Abschluss. Das ist die Ziellinie. Das ist die richtige Antwort. Ja. Nun, gern geschehen. Du hättest es einfach sagen sollen. Nein. Man findet sich in einer Position wieder, wie ein Geschenk, wo man vor einer Stunde absolut nicht nah dran war, alles in Frage gestellt hat. Aber jetzt bin ich in dieser Superman-Haltung. Wie ist das passiert? Wenn man die Punkte verbindet, ist es wie, meine Güte, es sind all die Dinge, über die wir gesprochen haben. Und ich glaube, dass es Gottes Wunsch ist, dass wir in dieser Haltung leben, 100%. Das ist absolut richtig. Ich möchte dich bitten, über unsere Zuschauer bei Bethel TV und YouTube zu beten. Konkret möchte ich, dass du für uns betest. Du weißt, wenn man durch Schmerz, durch Schwierigkeiten geht und durch Ergeben, Hingabe auf der anderen Seite angelangt, hat man Autorität. Man fühlt sich manchmal vielleicht nicht kraftvoll, aber man hat eine Autorität. Man hat eine Autorität in diesem Bereich. Ich habe verschiedene Mitglieder unseres Teams beobachtet, die durch die Hölle gegangen sind, aber sie sind herausgekommen und haben die Güte und Freundlichkeit Gottes gefeiert.
Sie sind daraus mit Autorität hervorgekommen. Du hast das. Ich möchte dich bitten, für einen echten Mantel der Salbung, für Anbetung in Zuhause zu beten. Dass unsere Häuser mit dem Licht, dem Feuer, der Gegenwart Gottes erfüllt werden. Ja, tu das, würdest du bitte? Ich setze über jeden, der gerade zuhört, die Autorität Gottes frei. Für Anbetung und Lieder und Musik und Hingabe, all diese Dinge. Lobpreis, den höchsten Lobpreis Gottes im Haushalt. Ich sehe gerade jetzt, dass Gott diesen Mantel auf Kinder legt. In dieser Zeit der Pause, dieser Zeit des Resets. Vielleicht liegt es daran, dass die Eltern diese Haltung einnehmen, zum ersten Mal Anbetungsmusik abspielen und Gott das benutzt, um Kinder zu salben und ihnen einen Mantel für den Lobpreis zu geben. All die Judas in der Welt. Ich spreche diese Autorität, selbst wenn es ein einfaches Lied ist, ein verstimmtes Lied ist. Nichts davon spielt eine Rolle in Bezug auf das, worüber wir gesprochen haben. Aber eine Autorität für Lobpreis, die Berge versetzt, die Himmel erschüttert, die Änderung bewirkt. Sei es für ihr Unternehmen, für ihre Familiendynamik, für Stress, Angst, Krankheit, für all die verschiedenen Dinge, dass Musik und Anbetung, diese miteinander verbundenen Dinge, eine solche Veränderung und so drastische Maßnahmen verursachen, dass sie überrascht sein werden, dass Gott das genutzt hat. Wir setzen das frei. Ich bete gerade jetzt für alle Judas, alle Lobpreiser, jung und alt, dass du ihnen deine Hand der Salbung auflegst. Wie du es mit David getan hast. David war draußen bei den Schafen und du hast deine Hand der Salbung auf sein Leben gelegt. Ich bete, dass du gerade jetzt in diesem Reset, in dieser Pause, in dieser Inkubationszeit Menschen salbst und herausrufst. Menschen, die in die eine Richtung gehen, werden jetzt in eine andere Richtung gehen. Beinahe so, als hätten sie anhalten müssen. Und du führst ein Reset durch. Wir sprechen das über jeden, der zusieht. Amen. Das ist ein sehr kraftvolles prophetisches Dekret über unsere Kinder und jungen Menschen, uns allen tatsächlich. Aber ich denke, du hast da etwas getroffen. Der Herr führt ein Reset durch, was das Erkennen und Leben aus der Gegenwart Gottes betrifft. Wir segnen sie in Jesu Namen. Wir sind froh, dass sie zusehen. Ich möchte sie noch einmal ermutigen. Unsere Pastoren stehen auf Abruf bereit, auf Bethel TV und auf YouTube. Kommen Sie zu Jesus. Kommen Sie zu Jesus. Kommen Sie mit all Ihren Anliegen zu ihm und lassen Sie uns beobachten, wie Gottes Liebe unser Leben berührt und transformiert. Wir segnen Sie in Jesu Namen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wow, was für eine kraftvolle Unterhaltung und Predigt über die Rolle von Anbetung inmitten einer Krise. Eine der Sachen, die mir und ich bin sicher auch Ihnen aufgefallen ist, war die Kraft der Hingabe und wie Glaube in der Anbetung aktiviert wird, weil er ein Ergebnis von Hingabe ist. Ich liebe diesen Vers, den Brian schon oft vorgelesen hat, darüber, wie wir uns zuerst hingeben und dann sehen. Es war eine so gute Erinnerung daran, wie wir selbst inmitten einer Krise wie dieser von Murren und Beklagen übergehen können zur Offensive und einfach erklären, dass wir wissen, wer er ist, selbst inmitten einer Krise. Wir erklären, dass diese Woche nach einer Woche der Autorität aussehen wird, dass sie Autorität haben, dass sie Lobpreis und Anbetung auf ihren Lippen haben in ihrem Zuhause, vom Ältesten bis zum Jüngsten, dass seine Gegenwart diese Woche ihr Zuhause vollständig durchdringen wird. Wir sind sehr gespannt darauf. Wenn Sie sich gerade fragen, ich habe diese Freiheit, über die heute gesprochen wurde, eigentlich noch nie wirklich erlebt oder auch nur diesen Aspekt der Lebenshingabe, dann wissen wir, dass Gott etwas Besonderes für Sie hat und Sie nicht zufällig hier sind. Heute ist Ihr Tag, an dem Sie sich Jesus hingeben können. Wie Pastor Bill sagte, haben wir hier unsere Pastoren aus unserem Freiheitsteam, die bereitstehen, um Sie zu Jesus zu führen, um Ihnen zu helfen, Ihren neuen Weg mit ihm zu beginnen, auf dem Sie weitergehen und lernen, wie Sie alles ihm hingeben können. Wenn Sie nach Gott suchen, sind Sie da, um Ihnen zu helfen und mit Ihnen in unserem Zoom-Raum zu beten. Wenn Sie irgendeine andere Not haben, wenn Sie körperliche Heilung brauchen, wenn Sie irgendeine finanzielle Not haben, steht unser Gebetsteam mit unseren Pastoren bereit, um mit Ihnen zu beten und mit Ihnen gemeinsam für jedweden Durchbruch diese Woche zu glauben. Noch einmal, wir segnen Ihr Zuhause diese Woche. Wir beten, dass die Gegenwart Gottes diese Woche jedes Zuhause vollständig durchdringt.
nicht nur ihre Familie berührt, sondern auch ihre Gemeinschaft und ihre Stadt, überall, wo sie sind. Gott segne.